Drei Stunden hat sie gedauert, die Sondersitzung des Digitalausschusses zum Thema Hackerangriff. Es ging nochmal um den Leak von Daten zu knapp 1000 Politikerinnen und Politiker und Prominenten. Es waren eingeladen verschiedene deutsche Behörden, die mit Sicherheit zu tun haben, aber auch Unternehmen wie Google, Facebook, Twitter und GMX, die uns erzählt haben, was ihre Erkenntnisse sind und wie sie uns besser schützen können. Für mich die großartigste Erkenntnis war, dass einer meiner Neujahrswünsche möglicherweise sogar bald schon in Erfüllung geht, denn ein Vertreter des BMI hat angekündigt, dass man aktuell eine Meldepflicht für Sicherheitslücken überprüft. Das fordere ich schon ganz lange, denn je weniger offene Sicherheitslücken es gibt, umso besser sind wir natürlich geschützt. Also habe ich gleich mal nachgefragt, gilt denn diese Meldepflicht für Sicherheitslücken auch für Geheimdienste? Die Antwort war jein. Es wird ein Prozess offensichtlich ausgearbeitet, analog zu dem, was man in den USA macht, wo dann bei also den gefährlichsten Sicherheitslücken, den Zero-Day-Exploits, genau überlegt wird, wo ist der Schaden, der potenzielle, so groß, dass man es lieber doch der Öffentlichkeit mitteilt, dass da eine große Gefahr besteht, oder kann man sich diese kleine süße Sicherheitslücke vielleicht doch in eine Schublade legen und noch ein bisschen selbst benutzen. Für alle anderen würde dann aber wahrscheinlich diese allgemeine Meldepflicht gelten. Immerhin mehr als wir im Moment haben. Wir warten mal drauf, ob es was wird und wie es dann im Detail aussieht. Eine zweite interessante Erkenntnis hat der Vertreter von Facebook mitgeteilt. Und zwar haben sie bei der Bundestagswahl 2017 sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten der Bundestagswahl kontaktiert und haben ihnen persönlich nahegelegt, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für mehr Sicherheit ihrer Facebook-Accounts einzurichten. Er sagte, leider haben nur 2,1% der angesprochenen Kandidaten für die Wahl das gemacht. Das ist erschütternd wenig. Ich persönlich glaube nicht, dass Bundestagskandidatinnen und Kandidaten schlechter sind als der Rest der Gesellschaft. Das heißt, von euch machen das wahrscheinlich auch extrem wenig. Und an der Stelle würde ich mal sagen, gebt euch selber einen Tritt in den Allerwertesten. Macht das einfach, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und zwar nicht bloß bei Facebook, sondern auch woanders. Die dritte interessante Erkenntnis des Tages, die ganzen Anbieter der Unternehmen haben mitgeteilt, dass sie außer der Länge eines Passworts eigentlich keine weiteren Vorgaben machen, die dazu führen, dass wir sichere Passwörter einrichten. Dann kommt leider am Ende sowas dabei raus, was ihr in den Listen der häufigsten Passwörter immer lesen könnt, nämlich die Passwörter 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder das Passwort Passwort oder ähnliche Dinge. Das finde ich ziemlich schlimm. Und zwar nicht nur von Seiten der User, die zu faul sind, sich ein anderes, besseres Passwort auszudenken. Ich finde es ehrlich gesagt auch extrem verantwortungslos von diesen Unternehmen, solche super simpel gefährlichen Passwörter, weil sehr leicht knackbar, überhaupt zu ermöglichen. Da hoffe ich, dass sich das ändert. Solange das nicht der Fall ist, seid ihr auch wieder selber gefragt. Macht euch bessere Passwörter. Ihr könnt im Internet herumsuchen, wie man das macht. Da gibt es jede Menge Tipps. Niemand muss aus Faulheit oder weil er ein schlechtes Gedächtnis hat, ein Passwort wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder Passwort 1 nehmen. Das war es in kurzer Zusammenfassung. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich habe auch einiges getwittert aus dem Ausschuss. Das findet ihr auf meinem Twitter-Account @ankede. Einen schönen Abend euch allen noch.